Das winterliche Transferfenster ist geöffnet und auch bei Borussia Mönchengladbach denken die Verantwortlichen über mögliche Einkäufe und Abgänge nach. Trainer Dieter Hecking würde einen alten Bekannten gerne wieder bei den Fohlen sehen, Andreas Christensen vom FC Chelsea, wenn Max Eberl morgen zu mir käme und sagt, dass wir diesen Spieler bekommen könnten, würde ich sofort zuschlagen, sagte Hecking der Rheinischen Post, Andreas würde ich direkt nehmen, das würde auch jeder hier unterschreiben, der ihn in Mönchengladbach noch erlebt hat. Abwehrspieler Andreas Christensen stand von 2015 bis 2017 auf Leihbasis bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag, ehe er zum FC Chelsea in die Premier League zurückkehrte. Bei den Blues kommt der Däne in der laufenden Ligasaison allerdings lediglich auf einen Einsatz, um einen Spieler aus der Premier League, dazu noch dänischer Nationalspieler, zu bekommen, wäre eine Ablöse im deutlich zweistelligen Millionenbereich nötig, weiß Hecking aber um die geringe Chance auf einen Transfer von Christensen, dazu noch das Gehalt, das deutlich über dem Niveau von Borussia Mönchengladbach liegt, das ist unrealistisch. Hecking will Hazard und Hoffmann halten, ob die Fohlen überhaupt Spieler im Winter verpflichten, ist fraglich, wir haben schon einen großen Kader. Im Moment würde es also wenig Sinn machen, weitere Spieler zu verpflichten, erklärte Hecking weiter. Abgänge seiner Topspieler wie Thorgan Hazard und Jonas Hofmann will der Trainer vermeiden. Grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass wir unsere Topspieler immer halten können. Aber auch da gibt es viele Faktoren, die eine Rolle spielen, meinte Hecking, ganz sicher wäre es für uns ein starkes Argument, wenn wir international spielen.